Willkommen zurück zu OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind weiterhin auf der Map Aachen unterwegs und fahren los. Um das Ziel noch so halbwegs pünktlich zu erreichen. Oh je, jetzt geht's ja noch bergauf. Der kämpft, der Bus. Ich weiß gar nicht, welcher Motor die hier drin verbaut ist. Wie viel PS der hat. Vielleicht wisst ihr es ja. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie viel PS so ein GL hat. Oder haben sollte. Mindestens. Ich hätte gerne eine Tage, danke. So. Dann fahren wir weiter. Und ihr seht schon, Einbahnstraße. Extrem enge Einbahnstraße. Ich habe zu weit ausgeholt. Wie zum Teufel soll man das schaffen? Vielleicht. Das ist auch blöd, die Hinterachse lenkt, glaube ich, nicht mit. Boah, fällt der Scheiße. Na, okay, das war jetzt die Stange. Okay, das ist echt anspruchsvoll. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Vor allen Dingen, hier sind auch noch so Stäbe, die auch verhindern, dass man noch können Sie nicht vorsichtiger fahren? Oh oh. Diese Kurve ist zu eng. Und wir sind hier auch richtig, ne? Aber ich frage mich auch, wie man mit Gelenkbussen da rumkommen soll. Walsgrenze, ist das jetzt hier? Ja, das ist jetzt die nächste Haltestelle. Okay, ich muss jetzt einfach mal ziehen hier. Das war nicht möglich mit diesem Bus. Also, wenn ihr das schafft, um diese Kurve vernünftig zu fahren und mir ein Video sendet, wo das zu sehen ist, dann zeige ich das gerne. Wenn ihr mir das den Link dann irgendwie an play@nordrhein-tv.de schickt, dann zeige ich gerne, dann nehme ich alles zurück und zeige gerne eure Einfahrskills hier in die Einbahnstraße. Aber ich bin der Meinung, das ist kaum bis gar nicht möglich, mit dem GL da vernünftig rumzukommen. Wie gesagt, der ist auch nicht dafür geeignet, aber mit dem G stelle ich es mir auch schwierig vor. Sollte ich vielleicht nochmal ja, wir fahren ja links, ne? Erstmal auf die Kreuzung fahren und dann gucken, wer kommt. Ne? So macht man das. Hoppala. So, und jetzt sind wir offenbar in den Niederlanden. Hier sieht alles ein bisschen anders aus. Aber auch ganz hübsch, ne? Cool, dass man das direkt erkennt. So, jetzt sind wir an der Wals Busstation. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche, aber ich konnte noch nicht euer Feedback lesen dazu, weil ich das jetzt hier Hallo. Mehr oder weniger am Stück aufgenommen habe.
Was ist jetzt? Oh. Passt. Der war doch halbwegs gut genommen hier, der Kreisverkehr. Das ging doch. St. Josef Kerk. Oh, war abgehackt irgendwie. St. Josef Kerk. Wir werden sehen, was es wirklich ist. Und hier fährt auch ein Aachener. Das war wieder eine Meldung für den Unfall. Ich weiß gar nicht, mit was ich jetzt schon wieder einen Unfall gebaut habe, aber eigentlich... Naja. St. Josefkerk. Ah. St. Josefkirche vermutlich. Sagen Sie das doch gleich. Niederländisch ist ja so eine Mischung aus Deutsch und Englisch, sagt man. Ich finde die Sprache ein bisschen lustig. Hören sich manche Wörter ein bisschen drollig an. Als Niederländer wird man bestimmt auch sagen, Deutsch hört sich drollig an. Oder wie die das da nennen. Was ist denn jetzt hier mit der Tür? Na jetzt. Wie? Hä? Wie soll man jetzt da wieder reinkommen? Nein. Okay, aber vielleicht schauen wir das ja. Ich habe, glaube ich, wieder ein bisschen zu weit ausgeholt. Das Blöde sind überall... Ah, dieses Mal funktioniert es, glaube ich. Ja, tatsächlich, es funktioniert. Okay, wir fahren nach links. Oh, das war ganz schön verwinkelt hier. Hier gilt sicherlich auch rechts vor links, ohne mit den niederländischen Verkehrsregeln vertraut zu sein, aber der Führerschein, den man macht, der gilt ja in der ganzen EU, von daher. Wieso fahren wir nur so langsam? Was habe ich falsch gemacht? Ach, gut, das war echt nicht so gut genommen. Da gab es schon bessere Kreuzungen. Das hätte man gut schaffen können hier. Achso, nee, wir fahren ja nicht Richtung Fuchserde. Wir müssen jetzt also, vermute ich, geradeaus, ne? Ah, nee. Ich sollte nichts vermuten, ne? Dieses war. Das ist einfach alles viel zu eng für den GL hier. Und man muss es halt auch können, und das kann ich nicht. Gut, ich habe mich nicht gut geschlagen mit dem GL, das weiß ich selber. Ich werde deswegen auch die Linie 73 nicht mit dem GL fahren, maximal mit dem G. Das muss ich mir aber nochmal überlegen. Genau. Und ich hoffe, euch hat es trotz der miserablen Fahrkünste ein bisschen gefallen und Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, dass ich euch schon mal so eine Art Feedback zur Karte gebe, dann mache ich das hiermit gerne. Also ich persönlich muss sagen, die Karte gefällt mir sehr, sehr gut. Der Bus, ja, das ist halt echt ärgerlich. Das hatte ich ja schon mal in der Folge gesagt mit Freeware und Dings. Wäre das jetzt ein komplett neuer Bus, dann wären alle sehr, sehr glücklich. Da das allerdings schon als Freeware existiert mit vielen Modifikationen, die dann auch einiges hinzugefügt haben und sowas. Ja, ist halt blöd. Aber der ist in sehr, sehr guter Qualität, so wie man das von einem Payware-Add-on erwartet. Die Karte
Ist insbesondere für die, die im Raum Aachen wohnen, natürlich sehr, sehr cool. Aber auch sonst denke ich, es ist eine abwechslungsreiche Karte. Die Linie ist lang. Die zweite habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und der Preis, denke ich, stimmt auch. Man bekommt einen Bus und eine Karte, beziehungsweise den Bus auch noch in unterschiedlichen Ausführungen. Das ist schon ganz okay. Würde ich sagen. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.